Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves. Lang ist es schon wieder her, jetzt mittlerweile Season 11. Heute gucken wir uns an, was sich alles getan hat. Und unter anderem gibt es ja jetzt auch eine neue Truhe, ne? Und ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Game, ohne jetzt lang rumzuschlafen. Und ich wünsche euch dann viel Spaß. Und damit nochmals herzlichst willkommen. Wir sind mal wieder das allererste Mal in der Taverne aufgewacht. Und ihr seht, da steht hier meine Exacta. Ja, wir sind nicht in den ruhigen Gewässern. Haha. Ich denke mal, für YouTube ist es immer ein bisschen spannender, nicht in den ruhigen Gewässern zu fahren. Wenn man selber fährt, ist es eine andere Sache, aber... Hallo? Wo ist mein Name am Schiff? Verarschen! Ich zahle euch hier nicht hier, na? Also sowas hier. Das Schiff mobbt mich schon wieder. Will nicht seinen Namen tragen. Böse Schiff, böse! Ja. E-Bugs gibt es immer noch scheinbar. Toll. Ja. Ich glaube, das erste Video in SOT dieses Jahr, 2024, kann das sein? Ich glaube schon. Mal sehen, wie schauen wir aus? Ganz normal. Das ist auf jeden Fall schön. Wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zurück. Wir gucken uns heute mal ein bisschen durch, was es hier alles jetzt in SOT gibt, etc. P. Das da hier ist ja jetzt auch ein bisschen anders. Das sieht anders aus, ein bisschen hier. Gebunden an den Piratenkodex. Ja, ja. Das muss ich auch nochmal gucken, wie ich das für euch aufmachen kann. Das kriegen wir aber auch irgendwie hin. Darf ich auch nicht vergessen. Jetzt habe ich auch mehr Zeit. In einem anderen Video rede ich mal drüber, warum und weshalb. Ja. So viel Shenanigans die ganze Zeit war und ich so wenig Zeit hatte. Aber ja. Das kommt dann noch. Abenteuer. Ja, da ist nichts Neues. Meilensteine. Ja. Piratenlogbuch. Bla 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 bla. Das ist unsere Ausrüstung. Ressourcen. Season 11. Was gibt's denn schön in der Season? Fangen wir mal da an. Okay, die Hose ist cool. Make-up. Wow, viel Accessoires. Cool auch, ja. Das ist auch sehr cool. Aber... Man trägt halt wirklich nicht mehr die Sachen, die es ursprünglich mal im Game gab. Aber das ist wirklich ein cooles Set, was ich hier da jetzt so komplett durchsehe. Richtiges Medusa-Set. Der Mantel ist auch cool. Ja, naja, der ist schick. Der ist schick. Vor mir ist so eine Kröte. Ja. Ich muss euch aber hier auch wieder sagen, so böse es klingt, warum nur ein Bell, also Bell, vom Bell, okay. Mysteriöses Kleid. Ich muss euch jetzt mal ehrlich sagen, die Sachen vom Season Pass sind mal wieder arschlangweilig, das lohnt sich nicht. Klar, man kriegt Dublonen, aber das lohnt sich nicht. Der Season Pass ist wirklich langweilig wie Sau. Wenn man sich ihn kauft. Ne? Da oben das Zeug, ja, wenn man es mag. Ist eine Sache, die sich lohnt. Vor allem, man kriegt sehr viele Dublonen. Aber da unten die Sachen vom exklusiven Pass, die lohnen sich nicht. Okay. Prüfungen. Ne? Events. Was gibt's denn da jetzt Schönes, Feines? Tägliche Taten. Reguläre Belohnungen, besondere Events. Was ist das schon wieder für ein Bug? Ich bin nicht in den ruhigen Gewässern. Ich bin nicht in den ruhigen Gewässern.
Was ist das schon wieder hier für ein Keks hier, dieses Game? Das will mich wohl pranken oder was? Ich kann es auch beweisen, dass ich nicht in den ruhigen Gewässern bin. Ja, ja. Gottes Willen, das sieht ja komplett... Hilfe? Ja, ja. Okay, das ist cool. Das ist sogar sehr cool. Oha. Man kann jetzt die Seemannsgarne einfach hier starten. Ist eine coole Sache. Klar, wieder ein bisschen schade, dass man nicht mehr an Taverne zu Taverne gehen muss. Aber das hier ist sehr, 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 sehr cool. Dass es jetzt endlich hier was Tolles gibt. Das ist ja cool. Also das ist wirklich cool. Moment, Moment. Ich muss erstmal beweisen, dass ich hier kein Lügenbold bin. Seefahrten. Ja, ja. Da, seht ihr? Ich kann die starten. Eine Seefahrt der Legenden, na? Wie kann ich hier starten? Es steht nicht, geht nicht, na? Warum geht das? Das ist ja sehr komisch. Aber das ist ja sehr, sehr cool. Also dieses Tisch-Upgrade, das ist echt nice. Schauen wir uns das jetzt erstmal hier ein bisschen genauer an. Zu entdecken, bla 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 bla. Entdecken freigeschaltet. Ja, 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 ja. Seefahrer. Hier kann man die ganzen Fraktionen leveln. Besondere Events. Eine Auswahl von exklusiven Seefahrten und zeitlich begrenzten Gelegenheiten. Ah, eine zufällige Seefahrt. Einen zufälligen Seemannsgarn. Okay. Begrenzte Seefahrten gibt es nicht momentan. Okay, cool. Aber ich finde das schon cool hier, ne? Vor allem Länge, wie lang das dauert, ist auch cool. Da kann man hier so durchgehen. Vergrabener Schatz, Rätsel. Muss man jetzt überhaupt keine mehr kaufen? Das schauen wir auch gleich mal. Weil das Lustige ist, weil von den Dingern habe ich ja niemals eine gekauft oder so ähnlich. Ja, das gibt's alles hier. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ein Überfall gibt es hier auch. Ah, okay. Nein! Aber ihr seht, es geht. Sorry. Das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht machen. Das ist auf jeden Fall cool. Moment. Nur mal spaßeshalber. Besondere Events war ja nichts. Athena Thegen, Schnitterknochen. Ist ja klar, dafür gibt es nichts. Handelsbund, da gibt es die ganzen Handelssachen. Tutorial. Achso, da gibt es ja auch, da gibt's auch ein Tutorial. Eine Einführung in den Handelsbund. Ist das schön. Für alle Neuanfänger über ein Tutorial. Das ist schön. Also jetzt hat es langsam den Status, dass man sagen kann wirklich, wenn jemand das Spiel neu anfängt, wird er wirklich genommen, an die Hand ein bisschen durchgeführt. Ist eine tolle Sache. Das macht mich gerade ein bisschen happy. Ruf des Jägers. Klar, da gibt es auch natürlich nichts. Blöd nur, dass man jedes Mal davor eiern muss. So. Das ist ja das. Seefahrten. Das ist ja mein Aschgaue Seefahrt. Die haben meine Seefahrt geklaut, ne? Ja. Das geht leider nicht mehr. Schade. Schade, schade, schade. Ich hatte ja zum Ziel tauchen, das ist ja die neue Funktion, tauche unter die Wellen und am Ziel schnell wieder auf. Alle Schätze an Bord deines Schiffes oder anstehenden Seefahrten gehen verloren, wenn du zu deiner Mission tauchst. Das ist sehr cool. Ich denke, das probieren wir gleich mal aus. Wir machen das jetzt einfach nur mal spaßhalber, dass wir es mal gesehen haben. Kapitän Brixie-Notiz. Ah, das ist ja das Event. Thank you for accepting this most adventurous ja, ich wollte eigentlich... I'm searching for a specific skull.
Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber ich habe meine Hirnerzieher abgeschaltet. Okay, du musst dich in offene Gewässer befinden, um zu deiner Mission zu tauchen. Ja, das machen wir. Kannst du mal kurz verschwinden? Ich will die Mission nicht machen. Bitte lass mich doch im Frieden. Ah, da sind die. Ich will die wann anders machen, okay? Danke. Machen wir wann anders. Wir gucken uns erstmal das Update an. Dann machen wir die mal gescheit. Zwei Inseln, okay. Wir gucken erstmal, wie das mit dem Abtauchen und so ist. Also kann man jetzt keine Seefahrten hier mehr kaufen bei denen. Ist richtig. Okay. Es gibt sozusagen jetzt nichts mehr zu kaufen. Das ist ein Dödel. Das habe ich jetzt schon hier richtig festgestellt. Bei dir gibt es dann wahrscheinlich auch keine Fahrten mehr zu kaufen, oder? Gibt es doch noch? Die gibt es immer noch hier. Ach komm. Machen wir es halt einfach mal. Ja, ich gehe gleich aufs offene Meer. Ich habe doch die Kohle hier. Was will ich denn sonst mit den Münzen machen? Gefällt mir ja nichts. So, das wollte ich eigentlich nicht machen, Larina. Ja. Gibt's nicht mehr. Weil früher konnte man ja bei der auch diese Schiffsrattenfahrten kaufen. Die Dublonen gekostet haben, gibt's auch nicht mehr. Und dementsprechend gibt's dann hier... was mache ich hier? Angebote. Ja, meine Beförderung kann ich holen. Bringt mir nichts. Kompanieladen. Okay. Ja, das gibt's jetzt alles hier. Das ist cool, dass jetzt das Zeug auch bei den Händlern selber gibt, die dieses exklusive Zeug ja eigentlich vertreten, was auch an Erfolge gebunden ist, wie hier. Wird erreichen von Stufe 20 verliehen. Na, und da kann man sich dementsprechend kaufen oder so ähnlich. Das ist cool. Belobigung natürlich dann dasselbe. Das ist cool. Das macht alles übersichtlicher. Das habe ich auch eigentlich gesucht. Schauen wir mal an. Flagge Botschafter Hissen. Schiffbrüger. Mhm. Plünderer Captain. Okay. Finale Buchplatzierung und Belohnung in 28 Tagen. Wie, die Fraktion hat's wieder nicht? Da, hier, vielleicht die richtige Taste drücken. F. Ja, nicht R drücken. Ja, okay. Das ist ja jetzt wieder komplett das Gleiche. Ist aber cool, dass die selber das jetzt alle haben. Und hier die Belobigungen. Okay. Dasselbe gibt's dann dementsprechend da vorne. Also gibt's die Fahrten, die man sich kauft, passé nicht mehr. Okay, das können wir jetzt schon mal so festhalten. Kann man jetzt halten, ja gut, davon was man will. Jetzt kann ich auch hier öffnen mit F. Doof, wenn man R drückt einfach. Okay, die haben sie jetzt hier nicht abgeändert. Das mit den Ressourcen meine ich, die kann man ja immer noch kaufen. Das ist cool. Also ich sag ehrlich, das ist eine coole Sache. Davon bin ich ein Freund. Wie ist es jetzt hier? Wenn wir Tab drücken, Ausrüstung, ansehen. Jetzt haben wir hier die ganzen Fraktionen, ne? Da kann man ja reingucken. Bla 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 bla. Das ist jetzt, na, Seemannsgarn ist ja auch immer noch hier. Schiffsratten, da gibt es jetzt hier wieder das Neue hier. Schätze des Abenteurers, Belobigung, das ist ja diese neue Truhe hier. Obwohl wir halt erstmal das mit Brixi da machen müssten. Das machen wir ja auch dann als nächstes. Die Ruderboote habe ich immer noch nicht gemacht. Die muss ich auch noch mal machen hier. Das ist toll. Ja, wir gehen gleich aufs offene Meer. Ich will mich jetzt nur, will mir nur noch mal ansehen, wie es jetzt ist, wenn wir die Botschafterflagge hier kaufen. Abstimmen, Botschaftergruppe zu präsentieren. Goldsammler. Können wir das jetzt? Kostet das überhaupt Geld? Kostet da auch kein Geld mehr.
Das ist geil. Das ist wirklich geil, dass es jetzt kein Geld mehr kostet. Das ist toll, weil viele haben es halt so nicht genommen, weil es kostet ja doch 20.000 Öcken. Und... Na? Dementsprechend... Ich find's geil, dass man da jetzt auch hier das hüssen kann. Und dann quasi, ja, mehr rausbekommt. Das finde ich eine tolle Änderung. Das war auch bitter nötig, muss ich ehrlich sagen. Man kann über die letzten Updates sagen, was man will. Beispielsweise auch mit Safer Seas Update etc. PPPPP, ne? Kann man sagen, kacke, dass man nicht mit sein eigenes Schiff da segeln kann. Obwohl hier ja wieder ein kleiner Bug ist. Wir in der offenen See auch nicht mit Meilen fahren. Klar, es steht da vorne Rue Wars Company drauf, ne? Aber ist halt wieder ein schöner kleiner Bug. Na, das kann man sich drüber ärgern mal. Aber das muss man halt auch einfach sehen. Das finde ich cool. Ein bisschen schade, dass meine Fahrt verloren gegangen ist. Die ich hatte, die ich gekauft habe. Diese Fahrt, bei der ich 3 Athena-Truhen rausbekommen hätte. Na, ist ein bisschen schade, dass die verloren gegangen ist durch das neue Update jetzt hier. Aber ich sage euch ehrlich, Schwamm drüber. Das hier ist wesentlich cooler. Schicksal der Morningstar. Das interessiert mich jetzt. Weil das Ding ist, das kann man auch ein bisschen, wie will ich sagen, bescheißen, auf Deutsch gesagt. Ich stelle es mir sehr kritisch vor, muss ich jetzt auch sagen. Bei PvP. Der Gedanke ist mir jetzt gerade im Hintergrund. Wann kann man das starten? Weil nicht, dass man das einfach starten kann. Klar, die Schätze etc. pp. Fluppen alle weg. Aber das Ding ist, wenn man jemanden verfolgt, beispielsweise, ist es halt kacke. Beiderseitig. Und dementsprechend, wer der vor dir einfach flupp macht. Na? Und man verfolgt ja auch andere Spieler, nicht nur aus dem Grund, dass man mehr Loot hat. Achso, halt, dass man die überfallen will aus dem Loot. Beispielsweise, sondern halt auch, um zu verhindern, dass die zu beispielsweise einem Raid kommen. Zu einem Raid kommen, den man macht. Na? Das muss man sagen. Und jetzt tauchen wir ab, oder? Yo. Das ist ja cool. Also cool ist das allemal, aber ich verstehe wirklich nicht, wie das in PvP wie das hier in PvP gehandhabt wird, muss ich ehrlich sagen. Wir testen das auch mal, ob es im Singleplayer auch geht. Also wenn es im Singleplayer nicht geht, dann zeige ich, ist das ja komplett Banane. Hier im Multiplayer so eine Funktion reinzumachen, ohne zu wissen, wie sich das im PvP verhält. Na? Hier müssten wir jetzt eigentlich bei Marodeurs Arsch rauskommen oder halt oben rechts, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt. Jedenfalls oben rechts. Ich weiß den Standort der Mission. Das ist cool, ja. Wir sind oben rechts raus. Das ist cool. Eigentlich müsste man sich auch mal umbringen. Vielleicht mal hier eindringen. Das ist wirklich cool. Wir sind da. Wir sind hier angekommen. Das ist halt doch einfach mal genial. Madeurs Arsch, sag ich doch. Das ist cool. Ey, das ist cool einfach. Und das einfach auf einem offenen Meer. Ja, es ist so schlimm, dein Schicksal, ne? Ah, da, hier einen Missionstisch benutzen. Da kann man auch. Jetzt machen wir jetzt einen kleinen Trick hier. Ja, sorry, Wind und so. Machen wir hier mal einen kleinen Trick. Wir wollen ja schnell wieder zurück an den Außenposten. Ich bin ein Schlawiner und weiß, den kann man an jeden Außenposten starten. Deswegen, ah, jetzt geht's nicht. Zu frisch. Zu frisch, Pirates Live. Jetzt ist es zu frisch. Okay. Es ist zu frisch. Also ist da schon ein kleiner Cooldown drauf. Okay, das ist gut zu wissen. Aber wie verhält sich wirklich, wenn man verfolgt wird? Und dann halt einfach so sagt, ja, okay. Der will, also,
Das ist schon geil. Also, jetzt stell dir auch mal vor, ihr spawnt am Arsch der Welt, wollt aber halt wirklich hier sein und da die Mission machen, dann könnt ihr euch hinporten quasi. Das ist geil in der Region. Man müsste halt mal schauen, oder ausprobieren besser gesagt, wie hoch der Cooldown ist. Das müsste man mal wirklich gucken. Aber das ist sehr cool allein. Das ist sehr cool. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Ganz ehrlich. Dieses Update ist ein sehr cooles Update. Es hat sich allemal gelohnt. A, ihr zahlt nichts mehr für Missionen. B, auf eurem blöden Captain-Tisch habt ihr alles auf einen Haufen. C, hier ist auch alles schön geordnet. Ihr könnt alles schön genau angucken, was Sache ist. D, ihr könnt euch hin teleportieren zu einer Mission. Na klar, mit Cooldown natürlich, aber ist cool. Aber ihr könnt jederzeit jetzt euer Zeug machen. Wir schauen uns natürlich auch noch die legendäre Grotte gleich nochmal an. Da kommt man ja trotzdem rein, auch wenn das Sea Seas sind. Aber ich finde das wirklich geil. Und ich habe jetzt eine kleine Vermutung. Wir lassen das mal kurz hier offen. Weil ich sehe hier... Doch, da ist... Da ist das Buch Seemannsgarn. Das kann man immer noch überall starten. Nee, das kann man hier nicht mehr starten. Vielleicht, weil wir gerade in einer Mission drin sind. Wahrscheinlich deswegen. Einmal abtauchen. Testen wir auch gleich nochmal aus. Warum? Dann schauen wir uns jetzt ganz schnell. Wir machen es gleich. Das ist cool. Kleine Entdeckungsreise hier mal durch SOT wieder gemacht. Und gleich so viel Neues. Also das sind ja alles positive Entwicklungen, die hier gab. Außer halt wirklich das mit dem Teleportieren in der öffentlichen Welt. Das finde ich ein bisschen... Klar, wenn es einen Cooldown hat, passt. Aber, ich stelle mir viele Situationen vor, bei denen das sehr dumm ausgenutzt werden kann. Didn't see you there. Ja, bla 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 bla. Ja, alles arschteuer, man kennt's. Ja, das ist, da hat sich ja nichts geändert hier. Nichts Neues dazugekommen auf den ersten Blick. Vielleicht nur auf den ersten Blick, keine Ahnung. So teuer alles. Doch, da sind ein paar Sachen dazugekommen. Loyalitätsstufe 180. Ja, das war ja damals. Mysteriöser Fremder. Wächter des Glücks 160. Doch, da die Sachen sind neu dazugekommen. Das kann man nämlich als mysteriöser Fremder durchlaufen. Müsste vielleicht auch irgendwann mal auf 100 bringen, dass man da durchkommt, aber ist jetzt für mich jetzt kein großes Goal. So, jetzt können wir hier natürlich Laden öffnen. Nur ein Ding verfügbar, okay. Der sieht recht cool aus. Also das würde ich mir fast kaufen sogar. Aber ihr seht auch, der hat jetzt auch einen Kompanieladen, in Anführungszeichen. Das ist cool. Stufe 105, da haben die Sachen hinzugefügt. Definitiv, weil früher ging es ja nur bis 100 und jetzt geht es ja bis 105 oder bis 160. Cool, gibt es sogar Handschmuck? Armer Schlucker, reicher Schlucker. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich bin zwar jetzt... kein Freund hiervon, na, von ganzen Anzügen direkt, aber das ist cool. Belobigungen, na, natürlich auch jetzt hier alles einsichtbar. Klar, wir können es nicht machen, weil wir ein offenes Meer sind. Und Botschafter können wir auch, habe ich ja richtig gezeigt, ne? Ist cool, ist sehr, sehr cool, gefällt mir. Piratenlord sprechen. Und schön, dass die da auch alles so aufgeteilt haben, das ist eine tolle Sache. Laden brauchen wir, glaube ich, nicht da hinten. Wir gehen mal direkt zurück. An die obere Fläche. Schauen mal, was wir jetzt da noch sehen.
Weil ich will nur mal schnell herausfinden, warum können wir jetzt da oben die Quest nicht annehmen? Wurden die trotzdem in irgendeiner Weise deaktiviert und ich habe vorhin nicht genau hingeguckt? Oder was ist jetzt das Problem? Das testen wir mal aus. Ihr wisst ja, austesten mag ich. Wir machen mal hier. Weil ich würde es sehr begrüßen, wenn es trotzdem hier gehen würde, immer noch. Quest deaktiviert. Ah ja, und jetzt kann man dafür stimmen. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Dann ist das nur deaktiviert, jedes Buch. Dass man nicht auf Versehen 5 Quests anfängt. Verständlicherweise. Ja, jetzt testen wir es nochmal unter der Fahrt. Wie schnell das denn geht. Im offenen Meer. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Wo sind wir denn weit weg? Irgendwas wirklich straight im Osten. Devil's Raw? Ja, wir wissen eigentlich genau. Aber irgendwas, ja doch, irgendwas in Devil's Raw. Ich glaube, das ist, glaube ich, gut, wenn wir da hinkämen. Irgendwas Devil's Raw. Wir fahren mal ein paar Meter raus. Mission benutzen. Seemannsgarn. Wir nehmen einfach jetzt. Wir nehmen einfach mal Herz auf Feuer. Starten. Spadusch. Mal sehen, wir sind auf dem offenen Meer. Warum da dieses komische Schloss da ist, keine Ahnung. Irgendwas buggt die auf jeden Fall. Und abtauchen. Müsste auch testen, ob es geht, wenn man vom Bord springt vorher. Jetzt sind wir unter Wasser. Toll auch, dass man sich hier frei bewegen kann. Umbringen. Kann man sich auch nicht. Okay. Man hängt. Ist sehr schnell das Laden vor allem auch. Also, das ist recht kurz. Sollten wir irgendwo in Devil's Raw unten rechts rauskommen. Bei dieser Dinginsel, wo die erste Quest geendet hat. Laut meiner Erinnerung. Auch ein bisschen schade, dass sie diesen Pendragon-Typ so einfach so verheizt haben. Morris Peaks Island. Ich weiß nicht, Morris Peak. Ich dachte, die hätte irgendwo anders gestartet. Aber dann war es in Morris. Ah ja, mit Ding musste man ja zuerst reden, mit der Lady hier. Das ist definitiv sehr cool. Hier. Da steht's ja. Oh Gott! Ach, ist eh nicht unser Schiff. Teil des Schiffs, Teil der Crewkutter. Brechen wir mal ab. Seefahrten, Seemannsgarn. Da machen wir jetzt. Das wäre komplett unten links. Starten. Und das geht nicht. Es steht leider kein Timer dran, wie man es machen kann oder wann man das wieder machen kann. Aber das ist definitiv sehr cool. Und toll, dass man jetzt hier machen kann. Ich feiere das Update. Das ist absolut klasse. Ich komme jetzt mal ein bisschen zum Abschluss. Werde es ein bisschen runterkürzen, das Video. Und ja, ich finde die Funktion auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sehr überfällig sogar, muss ich ehrlich sagen. Ehrlicherweise. Und ich habe mich perfekt hier reinmanövriert. Das Schiff wird niemals da rauskommen. Und ja, ich finde es absolut toll. Und ich denke, wir haben es jetzt eigentlich mal soweit von diesem Video hier. Nochmal ein paar Abschlussworte. Ich bin von dem Update überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Es macht Spaß, es ist sinnvoll, es ist gut gestaltet, man kann es gebrauchen und die Änderungen hier waren sehr überfällig. Ah, es ist sehr schön, dass man jetzt in SOT vom Schiff aus alle starten kann, jede Mission starten kann, jeden Seemannsgarn starten kann. B, es ist auch sehr cool, dass man sich schon in die betreffende Region hin teleportieren kann, weil es ist ätzend, man kennt selber, man spawnt unten links bei Sanctuary beispielsweise und müsste eigentlich in Devil's Raw sein. Keiner hat Bock, erstmal so lange zu fahren und da passiert nichts. Meistens passiert da auch was, dass es spannend bleibt, aber es ist trotzdem ätzend, ne? Von dem her ist es cool, dass man sich porten kann,
sowohl im Singleplayer-Modus, sage ich jetzt mal, im privaten Modus, als auch in den unruhigen Gewässern. Aber ich finde es kritisch, das muss ich auch sagen, wenn es PvP-Aktionen gibt, in welche, ja, wie sich das einfach verhält. Ob sich die Person einfach jederzeit trotzdem wegteleportieren kann. Klar, alle Sachen bleiben da, ne? Aber, ich finde es ein bisschen kritisch. Wenn es halt um Sachen so geht, zwei streiten sich um einen Raid, ne? Dann kann man das schon sehr asozial benutzen, so doof es klingt. Und wer sich ein bisschen auskennt und weiß, wo man hinkommt bei welcher Mission, kann man das schon ein bisschen unfair benutzen, ne? Das hier dazu. Ich finde es aber auch cool, dass das alles ein bisschen aufgeräumt worden ist. Ich finde es auch sehr cool, dass es jetzt alle Fahrten kostenlos gibt, die man, wie gesagt, alle auswählen kann, etc. pp. Und ich finde auch schön, dass alle Seemann-Garns trotzdem immer noch am Land startbar sind, wo ihre jeweiligen Bücher liegen. Das finde ich auch schön. Ich finde auch toll, dass die Botschafterflagge kostenlos geworden ist. Wenn mir jetzt nicht plötzlich 20.000 abgezogen worden sind und ich es nicht gemerkt habe, das tue ich jetzt mal beneiden, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr cool, was jetzt dieses Update alles an, ja, wie will ich sagen, Live-Quality bietet in SOT. Und ich finde es toll, schreibt mal gern eure Meinung in die Kommentare. Irgendwas habe ich gerade sicherlich vergessen, was ich noch ansprechen wollte. In diesem Sinne würde ich mich trotzdem ganz gern fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.